Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Planet Zoo. Wir haben hier ein bisschen Probleme mit unseren Mitarbeitern, das kommt, weil hier noch kein Anschluss ist. Also die können das Ganze ja noch überhaupt nicht erreichen. Deswegen mosern die ein bisschen rum, da kümmern wir uns gleich drum. Vor einer Weile hatte der Leon mir schon mal in die Kommentare geschrieben, dass ich die Rastergröße bei den Gebäuden und so etwas verändern kann, dass das Ganze dann viel einfacher ist und so weiter. Ist schon eine Weile her, dadurch, dass ich ja die letzte Zeit ein wenig mehr im Voraus aufnehme, wegen Sommerferien, neuer Server, babab, ne, habe ich euch alles schon mal in einem Infovideo erklärt. Und genau, deswegen hat sich das Ganze jetzt ein wenig verzögert. Ich habe sowieso vorgehabt, mich wieder etwas mehr mit Planet Zoo zu beschäftigen. Ich habe die letzte Zeit sehr wenig Zeit dafür gehabt, mich außerhalb des Let's Plays mit dem Spiel zu beschäftigen. Das will ich jetzt eigentlich nachholen. Ich hoffe, dass ich das auch alles dann schaffe, dass ich genug Zeit dafür habe und dass dann endlich die Baummechaniken vielleicht ein bisschen besser verstehe und beherrsche, denn das ist schon immer sehr umständlich. Ne? Also das Spiel ist halt sehr, sehr umfangreich und immer dieses kleine bisschen nur in einem Let's Play reicht da einfach nicht aus, um eben alles zu lernen und kennenzulernen und so weiter. Okay, so, aber ich will jetzt gar nicht viel erzählen. Wir wollen hier weitermachen, denn wir wollen ja ein wenig vorankommen. Unser Schweinchen liegt da und chillt hoffentlich eine Weile. Ja, chill du mal. Ja, bleib da mal liegen. Ist ja eh auf Pause. Nicht, dass gleich wieder losgerannt wird, obwohl das Gehege jetzt ja dicht ist. Also daran sollte es ja nicht scheitern. Okay, also wir hatten hier drinnen ja schon eingerichtet, der Stall an sich, also für die Tiere, ist jetzt erstmal fertig. Und ich hatte ja gesagt gehabt, wir wollen das da darüber packen. Also da soll auch noch was hin, ne? Wir haben jetzt hier drinnen, war das... Ich muss mal eben schnell schauen. Das war einmal, genau, Tierpflegerhütte, glaube ich. Ja. Dann haben wir hier vorne den Dingsbereich, ne, den Mitarbeiterraum. Hier müssen wir nochmal nacharbeiten, wegen der Veränderung. Strom- und Wasseraufbereiter und den Zugang in das Gehege. Der war ja ein bisschen tricky, den mussten wir ja ein bisschen verändern. Aber das ist jetzt auch alles okay. Okay, so, dann nehmen wir jetzt doch das Stück hier mal raus und nehmen hier das Stück und machen hier die Wand einmal komplett. Ach, jetzt hätte ich das gar nicht wegmachen sollen. Wartet mal, wir machen das mal eben hier rückgängig. So, jetzt muss ich mal eben kurz... gucken, wie ich das hier am besten mache. Ich bin schon wieder im Stall. Also, in den Häusern navigieren, das ist auch so eine Sache, die ich noch nicht so beherrsche. Weil ich will... Genau, da will ich jetzt anfangen. Das möchte ich eigentlich nur verschieben, dahin und das kopieren und dahin. Und dann haben wir das nämlich fertig. Also in die Richtung. Gucken wir noch in die andere Richtung. Da sieht alles gut aus. Okay, wir könnten hier jetzt natürlich noch Fenster reinmachen, dass man in den Stall gucken kann von der Seite aus. Würde ich jetzt aber erstmal nicht machen. Ja, ich denke, das Gebäude von innen werden wir sowieso nicht wirklich wiedersehen. Okay. Dann ist jetzt die Frage, machen wir tatsächlich noch einmal genau das Gleiche auf der anderen Seite? Und, muss man eben schnell schauen. Wasser ist... Ja, also wenn wir das hier hinstellen würden, hätten wir ja eigentlich hier schon wieder einen großen Teil abgedeckt, ne? Strom. Ja, ist auch relativ viel. Und den schlechten Einfluss, den haben wir da. Ja. Also das, wenn wir hier noch ein paar Pflanzen und so hinmachen, sollte das unsere Besucher tatsächlich überhaupt nicht scheren, dass da diese Dinge stehen. Ne? Okay. Genau, dann würde ich jetzt hier nochmal eben das Gebäude dran bauen und dann machen wir da noch ein paar Hütten hin. Den Techniker hätte ich hier gerne, nochmal Strom und Wasser und ich denke, dann passt das Ganze auch. Man könnte das jetzt eigentlich auch kopieren, das können wir mal machen. Ja, komm her, die Türen nehmen wir auch gleich mit.
So, alles auswählen. Und dann, ach, die Tür nehmen wir auch gleich mit. Kopieren. Und dann können wir das Ganze nämlich drehen. Und da dran packen. Wunderbar. Man könnte hier natürlich noch einen Pflegerzugang machen. Ich weiß gar nicht wirklich, ob das geht, ob wir da tatsächlich noch einen zumachen könnten. Würde ich jetzt nicht machen. Ich würde da vielleicht Fenster oder so reinmachen. Da gucken wir nochmal. Okay, so, das steht. Können wir das erstmal hier wieder zumachen. Und dann brauchen wir hier natürlich noch etwas, was wir hier reintun. Wir haben auf der anderen Seite haben wir Mitarbeitereinrichtung und wir haben den Tierpfleger. Ich weiß nicht, ob man mehr Tierärzte bräuchte oder ob einer tatsächlich am Eingang reicht. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob man das tatsächlich braucht. Wenn ja, wäre hier eigentlich ein schöner Platz, weil das Haus ist recht groß. Lass mal eben gucken, ob man das eventuell... Okay, ich sehe gar nichts. Ich muss erstmal rausscrollen. So. Oder ist das vielleicht zu klein? Nö, das müsste eigentlich genau da reinpassen. Okay, also dann könnte man einen Tierarzt hinmachen. Forschungszentrum brauchen wir kein weiteres. Das passt so. Handelszentrum brauchen wir auch nicht, aber eine Werkstatt könnte man noch. Ja, und die Quarantäne, würde ich sagen, lassen wir auch am Eingang, denn die brauchen wir auch nicht so wirklich oft. Und das ist immer gut, wenn man die schnell findet. Okay, also dann machen wir jetzt hier Tierarzt rein und wir machen einen Handwerker rein und dann eben noch die anderen Dinge. So, Tierarzt. Das könnte schon hinkommen hier mit zwei, ne? Wurm. Voll laut. So. Ich schau mal hier rein. Nee, guck mal hier. Das müssten wir eigentlich noch schieben können. Aber warum passt das nicht? Ist das wegen den Türen? Ich gehe davon aus... Nein, kann gar nicht sein. Okay. Oder wegen den Fenstern. Ach, hier sind die Türen. Die nehmen wir mal weg. Und das hier passen wir natürlich dann auch noch an. Ne? Ich glaube, das haben wir auf der anderen Seite auch noch gar nicht wirklich angepasst. Kommt alles dann, wenn der Rest steht. Warum kann ich denn... Ach, wegen der Barriere. Klar, jetzt sehe ich es auch. Okay, da müssen wir sie doch jetzt wegnehmen. Mal kurz hier beenden. Nein, das da. Okay, stopp. Nochmal alles. Da komme ich nicht ran an das Ding, weil das im Gehege ist. Okay, nochmal zurück. Das will ich. Aber ich kann es nicht bewegen. Ich kann es nur hier auswählen. Löschen wir erstmal. So, jetzt muss ich mal eben gucken, wo war denn unsere andere Barriere? Die durchsichtige. Bis wohin hatten wir die denn jetzt gemacht? Da. Bin ich mit der auch schon hier rumgegangen? Darum. Da, da, da. Da. Ah ja, hier, guck mal, da sind wir mit der. Fünf. 7 vielleicht.
8. Nehmen wir jetzt erstmal. So, genau. Und die Holzbarriere machen wir gleich wieder hin. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir den Tierarzt nach hinten geschoben bekommen. Moment. Das ist hier alles irgendwie. So, jetzt muss ich mal eben gucken, ob das richtig ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, das schwebt in der Luft. Ja, genauso war auch mein Gefühl gerade. Okay, so. Ah, schön. Wirklich toll. Dann könnten wir doch hier eigentlich am Fenster reinmachen. Denn es ist, glaube ich, gar nicht so blöd, wenn der Tierarzt ins Gehege gucken kann. Das könnte schon mitunter recht nützlich sein. Ach, guck mal, da haben wir noch ein Fenster. Das kopieren wir uns einfach. Geht das Ganze etwas zügiger hier. Okay. Ja, cool. Der Tierarzt kann ins Gehege gucken. Das ist ja nett. Okay. Dann haben wir jetzt hier drinnen ja noch ein bisschen Platz. Ne? Da sollten wir auch auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Das dahin. Und eine normale Wand bräuchte ich noch. Ach nein, gar nicht wahr. Tür ist das ja hier. Kann ich beides gleichzeitig kopieren? Oh, das wäre ja wieder toll. Ja. So hätten wir dann die Tür davor. Aber nein, das haben wir ja, glaube ich, drüben auch nicht gemacht. Ach, das ist gar kein Türding. Okay. Das haben wir nur hier gemacht gehabt, ne? Aber ich glaube, da drinne. Nee, da drinne nicht. Okay. Gut. Dann machen wir das hier auch, dass das zumindest ein bisschen einheitlich bleibt, ne? Dass wir jetzt nicht so viele verschiedene Sachen haben. Okay, so. Jetzt können wir noch den Techniker mit unterbringen. Den würde ich hier hinpacken. Und zwar auch so, dass der von außen, also von außen erreichbar ist, sozusagen. Den können wir eigentlich. Ach nee, nee, nee. Dann bräuchten wir hier zwei Türen, ne? Nee, dann stellen wir den so, dass der doch von innen. Nee, das wollte ich nicht. Die große Variante davon. Jetzt müssen wir nur gucken, ob das Fenster in den Stall reinragt, weil. Nein, weil das wäre richtig doof, ne? Aber da ist alles gut. Es scheint alles gut zu sein. Ja. Okay, wunderbar. So, dann bräuchte ich nochmal so ein Türding. Ja. Können wir eigentlich auch gleich hier eins, zwei. Und da brauchen wir so eine normale Wand. Das können wir gleich noch machen. Jetzt stellen wir erstmal die anderen Dinge hier hin. Und zwar die Betriebsmittel, genau. Die hier, die kann hier drin überhaupt nicht funktionieren, ne? Ich glaube, deswegen ist die auch schwarz angezeigt. Hier ist sie gelb. Gelb. Schwarz. Hm. So, jetzt nehmen wir hier erstmal die Wasseraufbereitung wieder mit rein. Soll ich das eben so drehen, dass das Bedienfeld vorne ist? Wo ist denn das Bedienfeld? Ist das das? Könnte gut sein. Ja. Okay. Und den Transformator, den haben wir auch gleich richtig rum. Alles klar, gut, super. So, jetzt die Frage, ob die so hoch sein müssen oder ob wir die etwas
tiefer setzen. So. Ja, ist ein bisschen zu tief, ne? Nee, ich glaube, die haben einfach diese hohe Platte darunter. Das muss einfach so sein. Okay, dann brauchen wir jetzt natürlich nochmal eine Wand, ne? Eine Wand habe ich. So, und die soll jetzt hier an die Seite, ne? Hier weiß ich nicht, sollen wir was dazwischen machen? Brauchen wir eigentlich nicht, ne? Kann man nicht wirklich sehen. So, dann müssen wir hier noch zumachen. Da brauchen wir die Wand und dann ist das immer noch Sandstein. War das die? Ne, die ist zu hoch. Dann ist das die hier. Ja. Das passt gut. Auch wenn ich nicht so viel sehe. So, hier muss die Wand auch noch hin. Und auf der anderen Seite auch noch. Und da müssen wir auch sogar noch ein Stückchen höher hier. Einmal. Und hier müssen wir jetzt gucken. Ich glaube, ja, das ist zu niedrig. Da brauchen wir die höhere. Und zwar so rum, aber das passt nicht so richtig, ne? Da ist jetzt die Frage. Oder wäre es besser gewesen, hier eine etwas höhere Wand zu nehmen? Und zwar die da. So. Und da drauf dann den hier. Wo ist das Ding denn jetzt hin? Da. Okay. Also die Wand passt nicht so richtig. Da müssen wir noch mal schauen. Ob wir eventuell... Nee. Weil die hier ist ein bisschen zu hoch, ne? Das passt nicht so ganz. Probieren wir es mal mit der hier nochmal. Ich die einmal hinpacke und dann einmal etwas höher. Irgendwie, ja, man sieht es ein bisschen, aber ja, okay. Ist jetzt nicht so schlimm, weil ich hier auch noch das habe, ne, was zu muss. Vielleicht können wir das Ganze ein wenig umgehen, hier diese Bastelei. Und wir nehmen einfach ein Stück Decke. Hier. Sowas. Wo ist denn das Ding jetzt hin? So, da haben wir die Decke. Also manchmal ist das wirklich schwierig, weil das gleich so weit weggeht, anstatt hier an die Wand. Ja, ist ja gut. Warum ist das so tief mit mal?
Okay, ich platziere das jetzt erstmal. Ah, ist ja schlimm. Moment. Jetzt bin ich zu weit draußen. So, das Ding, da möchte ich gerne verschieben. Ich hätte das gerne da oben hin. Ich verstehe nicht so ganz, warum das da nicht hingeht. Gucken hier. Das sind so diese Dinge, die ich meine. Also das muss ich noch unbedingt optimieren, ne? Also da habe ich schon noch ordentlich was nachzuholen. Und das ist dann irgendwann, ist das Bauen dann auch schneller, ne? Und genau da will ich ja auch hin, dass das am Ende alles recht zügig funktioniert. So, da müssen jetzt Mitarbeiterwege rein. Hier in das Ding. Wege. Und wir haben hier vorne, haben wir ja nun auch Wege, aber keine Mitarbeiterwege. Da haben, was haben wir da genommen? Auch heller Asphalt? Ich weiß es gar nicht genau. Also ich denke am Ende, ja, ist das heller Asphalt. Ich glaube, am Ende ist das auch wirklich völlig Wurst, weil wir das ja darunter haben. So, dann brauchen wir hier Raster, ne? Denn ich würde gerne hier wieder so einen Platz machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das auf der anderen Seite genauso gemacht habe oder machen wollte. Habe ich noch nicht gemacht. So, ja, bis dahin würde ich das jetzt einfach mal erstmal machen. Also die Plätze für die Leute. Hier dann Mitarbeiter und ich glaube auch ausschließlich Mitarbeiter. Hier machen wir zu. Ja, ich denke, das passt ganz gut. So, dann den Mitarbeiter. Zugang, den machen wir hier hin. Okay. Und dann machen wir hier noch die Wege zu den Einrichtungen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt muss, aber wir machen das jetzt mal. So, hier brauchen wir wieder das Raster. Und dann hatten wir das von hier aus. Warum ist das jetzt blockiert? Habe ich da schon Mitarbeiterwege? Das ist gut möglich, dass wir das schon hatten. Ja, hier. So, dann schauen wir mal rein. Also hier vorne ist ja alles klar. Und ich glaube, da ist auch soweit alles in Ordnung. Wir lassen mal kurz laufen und schauen mal. Ich glaube, hier müssen wir auch noch mal was wegnehmen. Also nur, um mal eben zu gucken. Aber hier passt alles. Warum können die Mitarbeiter das immer noch nicht erreichen? Wo ist euer Problem? Die laufen hier hoch und gehen dann wieder runter. Das scheint irgendwas anscheinend blockiert zu sein. Ja, da gehen sie wieder zurück. Das heißt, die können irgendwo nicht weiter. Hier. Da dürfte der Fehler liegen mit der Barriere. Die sollte da gar nicht sein. Die Barriere sollte hier gar nicht sein.
Oh, das wollte ich jetzt auch nicht. Stopp, Zebra, nicht abhauen. So, hier. Genau. Da legen wir Neues hin. Das holen wir uns jetzt neu, nicht, dass wir da wieder was rückgängig machen. So, okay, also, ich glaube, dass das das Problem war, dass die Leute nicht weitergelaufen sind, ja? Dass das Problem jetzt an der Geschichte hier ist, dass wir natürlich kein geschlossenes Gehege mehr haben, ne? Wir haben jetzt hier, wir sind von hier nach da, da, dann hier lang, das war ja verkehrt, dann da hoch und da lang. Weil hier war jetzt ja mehr oder weniger für die Leute zu. Ja, ich hoffe, dass die jetzt weiterlaufen. Ich kann das jetzt nur nicht ausprobieren wegen dem Zebra. Da müssen wir uns jetzt etwas überlegen, was wir hier hin machen, damit die Leute in das Gebäude rein können, aber die Tiere nicht raus. Da würde ich eventuell schon weiter vorne dann ein Stück weiter runtergehen und einfach gucken, dass wir da nochmal Barrieren oder irgendwas hinmachen. So. Das hier weg. Das nochmal hier rüber. Okay. Gut. Also, so weit sind wir jetzt ja eigentlich hier mit dem Stall durch. Ne? Im nächsten Part können wir dann schon anfangen, die Barrieren auf jeden Fall weiterzumachen. Und gucken, dass die Besucher hier nach hinten durchkommen. Das fände ich schon recht wichtig. Die Platten und so, das machen wir ein andermal. Ist jetzt gerade in diesem Moment nicht wichtig. Wir machen erstmal zu dieser Seite fertig. Okay. So, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt erstmal an dieser Stelle den Part. Im nächsten gucken wir dann, dass wir hier die Barriere zukriegen und dass wir auch gucken mal, was machen wir für Barrieren und wie machen wir das hier vorne, dass die Leute runterlaufen können und die Tiere aber nicht, nicht damit hin können. Ja, vielleicht kann man das auch machen, dass man einfach höher ins Haus reinläuft und dann darunter. Das schauen wir uns dann im nächsten Part an. Also bis dann. Ciao, ciao.